Willkommen in Köln, willkommen zu einem weiteren Video. Ihr wisst, ich bin der Oskar, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut es jetzt. Warum ich hier bin, werdet ihr wahrscheinlich noch im Laufe des Vlogs heute ein bisschen erfahren. Das ist auf jeden Fall mega, mega cool. Ich bleibe hier jetzt für eine Woche. Und nicht einfach eine Woche, Leute, es wird eine fucking litte Woche, ja. Ich war auch mega lang, also richtig lang nicht mehr in Köln. Ich war sonst immer in Berlin und ich mag Berlin einfach nicht. Und ich bin sehr froh, dass ich wieder in Köln bin. Heute ist auch WM-Finale. Mal schauen, wo wir das heute gucken. Aber jetzt suchen wir uns auf jeden Fall erstmal ein Auto und fahren zu unserem Hotel. Wir haben es mittlerweile in unser Hotelzimmer geschafft und ich gebe euch mal eine kleine Tour. So, hier kommt man rein, da ist ein Spiegel, da ist ein Spiegel, da ist ein kleiner Schrank. Wir haben uns hier schon so ein bisschen ausgebreitet, da ist eine Toilette, da ist gerade mein Papa drin. Hallo! Dann haben wir eine Kaffeemaschine, was auch mein Vater sehr erfreut hat. Und hier sind zwei kleine Betten. Sogar ein Fernseher ist am Start, wo wir vielleicht heute Abend WM gucken, vielleicht auch nicht. Also natürlich jetzt kein Luxushotel oder irgendwas, aber die haben sogar ein Schwimmbad und ein Gym. Aber ihr wisst ja, ich bin ja jetzt nicht so der Sportlichste, deswegen ist das wahrscheinlich nichts, was ich machen werde. Wir haben beide extrem, extrem Hunger. Deswegen gehen wir jetzt erstmal... ich bin aus der Puste. Deswegen gehen wir jetzt erstmal was zu essen holen, beziehungsweise was essen. Ich muss euch ja noch erzählen, warum ich überhaupt hier bin, weil das ist echt heftig cool. Aber wir gehen jetzt erstmal irgendwie in den Supermarkt oder irgendein Restaurant oder so. So, ein Abendessen später und ein WM-Spiel, wo übrigens Frankreich gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss ja sagen, ich war für Kroatien, aber tut nicht zur Sache. Ja, wie ihr sehen könnt, im Hintergrund ist der Kölner Dom und ich bin hier gerade auf dieser Brücke mit den ganz vielen Schlössern. Ich weiß leider nicht, wie die heißt. Papa, wie heißt die Brücke? Wie heißt die Brücke? Die Hohenzollernbrücke, natürlich. Auf jeden Fall mache ich gerade noch einen guten Nachtspaziergang, denn ich gehe bald schlafen, denn morgen ist mein erster Praktikumstag. Er fängt um 9.30 Uhr an und über das Praktikum möchte ich euch jetzt ein bisschen was erzählen. Ich habe mich mal hier hinter mir, ist wieder der Don, ich habe mich hier mal an den Rhein gesetzt. Also wir haben dieses Jahr, so wie letztes Jahr auch, ein Schülerpraktikum. Ich glaube, mein letztes Praktikum hatte ich bei Studio 71, jetzt meinem Netzwerk. Und dann kam eben die Frage auf, so, ja, was mache ich denn dieses Jahr? Auf jeden Fall hatte ich dann mal mit meinen Freunden so ein bisschen so rumgespäßelt. Ich könnte es ja bei Felix von der Laden machen. Hahaha, witzig, bei denen er sein Praktikum machen. Und ich habe ihn danach dann auch getroffen, und zwar auf dem Webvideopreis, wer sich daran mal kurz erinnern kann. Und da haben wir dann auch so ein bisschen drüber geredet und ich meinte so, yo, ey, der Job von einem Kameramann, das ist einfach mein Traumjob, das möchte ich unbedingt mal machen. Und dann habe ich da aber auch eine Weile lang wieder nicht drüber nachgedacht, bis dann Felix irgendwann ein Q&A gemacht hat und ich ihn aus Spaß gefragt habe, ob er denn auch Schülerpraktikanten annehmen würde. So nach dem Motto, shoot your shot. Und dann hat er die Frage tatsächlich in seinem Video beantwortet, was mich auch sehr gefreut hat. Die nächste Frage kommt von Oscar, von @dieseroscar, und der hat geschrieben, nimmst du auch Ferienjobber im Team Spielkind auf? Aber meinte eben, ja, Schülerpraktikant wäre ihm halt zurzeit einfach zu stressig, weil die Firma noch nicht so groß ist und weil es halt einfach mega der Stress ist, das so koordiniert zu bekommen. Und dann habe ich ja wieder nicht drüber nachgedacht. Und dann, vor ein paar Wochen, hat er mir auf Twitter eine DM geschickt und meinte so, ey Oscar, hast du nicht Lust, bei 25Made, seiner Firma, Praktikum zu machen? Und das trifft sich natürlich mega gut, weil ich brauche sowieso ein Schülerpraktikum und ich wusste nicht, wo ich es machen soll. Und ja, Fazit. Ich mache diese Woche mein Praktikum bei Felix von der Laden. Das ist natürlich eine mega, mega krasse Möglichkeit und ich bin auch sehr dankbar, dass Felix da so einverständlich, oder wie nennt man das, so verständnisvoll ist. Beziehungsweise mir auch einfach die Möglichkeit gibt, bei so einer coolen Firma wie bei ihm halt für eine Woche zu arbeiten. Ich habe absolut keinen Plan, was ich da machen werde. Deswegen bin ich extrem gespannt, was da passieren wird. Und ich habe nachgefragt und ich kann da tatsächlich vloggen. Das heißt, ihr könnt euch definitiv auf ein paar nice Vlogs gespannt machen. Morgen um 9.30 Uhr ist mein erster Tag, fängt mein erster Tag an. Da werde ich dann wahrscheinlich den ganzen Tag mitvloggen, sofern ich das auch gebacken bekomme. Bin bei sowas nämlich extrem, extrem zurückhaltend, weil ich einfach nichts falsch machen möchte. So. Aber ja, Leute, wie cool ist das denn, Alter? Ich mache mein Praktikum bei Felix von der Laden. So. Also, ich habe in meinem letzten Video gesagt, dass ich so ungefähr das Traumpraktikum von jedem 16-Jährigen habe. Okay, vielleicht nicht von jedem, aber ich denke, das ist schon eine ganz, ganz besondere Praktikumsstelle, die wirklich nicht jeder haben kann. Seid auf jeden Fall gespannt auf die Vlogs in den kommenden Tagen. Wie gesagt, ich bin hier jetzt die ganze Woche. Ich übernachte dann auch in ein paar Tagen für 3 Tage, glaube ich, bei meinem YouTube-Kollegen Dustin. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich mit dem immer die Zeit mega chillig finde. Wie gesagt, schnallt euch auf jeden Fall an und macht euch gefasst auf mega krasse Vlogs hier aus Köln. Ich liebe diese Stadt einfach. Guck mal bitte hinter mir kurz so. Ich liebe diese Stadt.